Morgen zu unserer Matinee im Scala-Kino am Kinotag bundesweit. Und es freut mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind und ja, einen Film anschauen wollen, der ein Klassiker ist, ein Klassiker des Horrorfilms, ein Klassiker des Science-Fiction-Films und eine Kombination zwischen beiden. Mein Name ist Matthias Lange und ich darf im Namen von Thomas Schmölz, dem Geschäftsführer des Scalas, seit Januar diesen Jahres jeden Monat eine Matinee machen zum Thema fantastischen Film. Und wir haben begonnen mit Nosferatu 1922, eine Sinfonie des Grauens, Friedrich Wilhelm Murnau. Wir haben Dracula mit Christopher Lee, 58. Wir haben Caligari, wieder Stummfilm. Wir sind in das Terrorkino gegangen und haben uns Texas Kettensägen-Massaker, wie der schöne deutsche Videotitel hieß, angeschaut. Wir haben uns Cronenberg angeguckt und heute widmen wir uns Ridley Scotts Film Alien und der wunderbare deutsche Verleihtitel Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Und der Verleihtitel damals, oder die Werbung des Verleihs, hieß, im Weltraum hört dich niemand schreien. Ein wunderbarer Titel. Und er passt. Ein Film, den ich sehr, sehr mag. Ich bin 68 geboren und habe mich, ja, als der Film 79 in die Kinos kam, ins Kino geschlichen. Eigentlich durfte ich ja noch gar nicht so richtig rein, aber Mutprobe. Und ich habe richtig Schiss gehabt. Ich habe richtig, richtig Schiss gehabt. Ridley Scott, hier ein Foto von den Dreharbeiten zum Alien, zählt im Grunde zu den, ja, sein Film Alien zählt zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. Und es ist eine elementare Schnittstelle zwischen Science-Fiction-Film und Horrorfilm. Was heute allgegenwärtig ist, dass man beide Genres miteinander vermischt, war damals neu. Er hat sich gewagt, ja, von beiden Seiten sich dem Thema zu nähern. Und die Inszenierung, die außergewöhnlichen Motive haben Filmgeschichte geschrieben. Alien hat Maßstäbe gesetzt. Vielleicht für ein heutiges, jugendliches Publikum ist sowas Standard. Damals war es eine Revolution. Und er interpretierte den zeitgenössischen Horrorfilm neu. Wo kommen wir her? Wir hatten vorher den Gothic-Horror, die Draculas, die Frankensteins dieser Welt. Dann kam der Horror, in Anführungszeichen, zurück in die Gegenwart, in die Nachbarschaft. Ein Beispiel war Exorzist 1973. Dann hatten wir 1974 mit Toby Hooper richtig Terror, weil draußen auf den Straßen der USA war der Terror da. Es gab Straßenkämpfe, Rassenunruhen, der Demokratische Nationalkongress, all das war da. Da musste das Grauen nicht mehr aus fremden Ländern kommen, sondern das Grauen lief im Fernseher. Der Vietnamkrieg war allgegenwärtig. Dann war Vietnam zu Ende und dann wurde was Neues gesucht. Es wurde eine neue Art von Horrorfilm gesucht, aber es kam was dazwischen. Es kam 1977 ein Film, den wahrscheinlich auch alle kennen, Krieg der Sterne. Star Wars. Ich habe ihn noch als Krieg der Sterne gesehen. Meine Kinder kennen ihn als neue Hoffnung. Und auf einmal gab es ein Genre, was eigentlich verstaubt war, was eigentlich keiner so richtig mehr auf dem Schirm hatte, kam wieder, ja, in Anführungszeichen, in die Kinos. Wir hatten eben mit Krieg der Sterne und George Lucas dann einen neuen Boom des Science-Fiction-Films. Und Ridley Scott war sehr, sehr schlau und hat beide Genres miteinander kombiniert. Ridley Scott hat dann, ja, Filmgeschichte geschrieben. Für mich persönlich der wichtigste Film oder einer der wichtigsten Filme der 80er Jahre war Blade Runner. Egal in welcher Version und in welcher Synchronisation, ob das jetzt mit dem Off-Stimme von Harrison Ford ist oder als normaler Director's Cut, mir haben beide Versionen gut gefallen. Er hat 1984 einen Werbespot gedreht, einen sehr, sehr berühmten Werbespot, wenn nicht gar den berühmtesten Werbespot schlechthin. Das ist das Bild links unten für den Apple Macintosh. Dort hat Ridley Scott die Werbung gedreht, einen, ja, eine Minute Spot
der im Fernsehen lief. Wir haben andere Filme, Black Rain mag ich persönlich auch sehr gerne durch diese unglaubliche Arroganz von Michael Douglas. Er hat Black Hawk Down mit Somalia gedreht, den fand ich auch sehr erschreckend und sehr, sehr realitätsnah. Gladiator war großes Kino, 1492, alle die Sachen, die Sie kennen. Und der kommt ja jetzt, so Gott will und so vor allem die Streikwelle will, mit Napoleon im Herbst in die Kinos. Wir hoffen, dass der Film nicht verschoben wird, wie andere Filme, wie beispielsweise Dune, der ja verschoben wird auf nächstes Jahr, weil Hollywood, berechtigt, unberechtigt, will ich nicht diskutieren, streikt. Drehbuchautoren, Schauspieler, Hauptthema ist unter anderem das Thema KI, ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Wenn wir mal den Science-Fiction-Film anschauen, dann war Science-Fiction mit Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum 1968 auf der Spitze. Was Größeres gab es im Kino im Science-Fiction-Film nicht. Das war episches Kino, das war Space Opera pur. Aber der Vorwurf war natürlich, die Raumschiffe bei Kubrick waren schön. Sie waren elegant, sie waren graziös. Und wenn Sie den Film anschauen, die Musik dazu an der schönen blauen Donau, also sprach Zarathustra, alles Sachen, die ein gewaltiges Space Opera darstellen. Das war 68. Da haben sich manche Leute drüber geärgert, auch über die religiösen Perspektiven, die 2001 gebracht hat. Und einer, der sich geärgert hat, den Sie auch alle kennen wahrscheinlich, wenn Sie sich für den fantastischen Film interessieren, war ein Typ namens John Carpenter. John Carpenter hat eine Antwort gedreht auf 2001 mit einer sehr preiswerten Diskussion, Diskussionsbeitrag mit Dark Star. Hippies im Weltraum. Und wenn Sie den Film anschauen, den ich auch sehr, sehr gerne mag, vor allem ich mag das Lied Benson, Arizona sehr, sehr gerne, weil es sehr viel ausdrückt. Hippies im Weltraum, dieses Raumschiff war verdreckt. Es war nicht 2001. Es war nicht schön. Es war halt eine alte Rumpelkiste. Und keiner hat sich über irgendwas gekümmert. Und das war eine Sache, wo die Leute gesagt haben, das ist vielleicht realistischer als die Space Opera. Und mitgeschrieben an dem Drehbuch von Dark Star und mitgespielt hat ein Typ namens Dan O'Brien, der dann jetzt auch gleich wichtig wird für Alien. Und Alien hat diesen Weg des verdreckten Raumschiffs, nenne ich es mal, konsequent weitergegangen. Schon die Eröffnungsszene von Alien zeigt, ja, wo es lang geht. Die Kamera gleitet, wie bei Kubrick, durch ein menschenleeres Raumschiff, zeigt enge, schmucklose Gänge. Das ist nicht schön, das ist ein Transporter, ein Minentransporter, ein Bergbautransporter. Gänge aus Stahl, verwaiste Computerterminals. Und das ist von Anfang an klar, das ist keine schöne Zukunftsvision mit schönen Raumschiffen wie, was ich, Krieg der Sterne, der Sternenzerstörer und was es so alles gab, der Todesstern, alles klinkeblank sauber. Nein, das war kalt. Und das Weltall da draußen ist kalt. Es ist bedrohlich. Und die Nostromo, so heißt das Raumschiff, ist ein alter, dreckiger, runtergekommener Frachter. Und die Besatzung ebenso. Das sind keine Helden. Hinzu kommt als krasser Gegensatz das fremde Raumschiff in einem organischen Anwesen. Es war ein Raumschiff, was man bisher noch nie gesehen hat. Diese Form war neu. Es war aus einem, Guss kann man nicht sagen, es war aus einem organischen Material. Und das hat die Leute extrem fasziniert. Und als die Besatzung der Nostromo dann in dieses fremde, gestrandete Raumschiff eingestiegen ist, hat man ein Set-Design gesehen, was man vorher auch noch nie gesehen hatte. Es sah alles anders aus, eben wie aus einer anderen Welt. Und natürlich haben wir uns jetzt schon mal auf die falsche Fährte gelockt. Ridley Scott hat da eine ganz gemeine Sache gemacht. Wir hatten eigentlich geglaubt, dass das Raumschiff des Aliens ist. Edge Badge ist es natürlich nicht. Wer den Film kennt, und die meisten von Ihnen werden den Film wohl kennen, weiß,
wie die Drehung da funktioniert. Und wenn Sie dann die Nachfolgefilme von Alien, die es ja auch gab, und die Spin-offs gesehen haben, wissen Sie mehr und mehr, was über diesen Jockey quasi, woher er kommt und was er macht. Und dieses organische Raumschiff war die Saat für eine klaustrophobische Atmosphäre. Und dann kommt was, was das heutige Publikum ein bisschen stört. Es ist ein sehr langsames Tempo. Wir sind in den 70er Jahren. In den 70er Jahren haben wir noch kein MTV gehabt und schnelle Schnitte, sondern es baut sich langsam auf. Beide Elemente, nämlich diese Atmosphäre und dieses langsame Tempo, verbinden sich in einer Ausweglosigkeit und erzeugen dadurch Spannung. Für ein heutiges, jugendliches Publikum dauert es vielleicht viel zu lange. Da muss doch gleich am Anfang was passieren. Nein, es passiert am Anfang nichts. Es kommt aber. Die Spannung baut sich auf. Der Schrecken baut sich auf. Und der Schrecken bleibt ganz, ganz lange unkonkret. Wir sehen das böse Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt nicht. Wir sehen es angedeutet, wir sehen es im Schatten. Anders wie heutige Filme, die richtig die Kamera draufhalten. Nein, es bleibt alles im Dunkeln und viel spielt sich im Kopf ab. Es gibt aus diesem Grunde zwei Schnittfassungen von dem Film. Der Film von 1979, den wir heute sehen, also die Kinoversion von damals. Und es gibt einen Director's Cut von Ridley Scott. Die Kinofassung, die wir heute sehen, ist länger als dieser Director's Cut. Normalerweise ist es ja immer umgedreht, dass der Director's Cut länger ist als die Kinofassung. Ridley Scott hat den Tempo dieses Films gesteigert für den Director's Cut, um einem heutigen jugendlichen Publikum näher zu kommen. Sie sind heute ein älteres Publikum, Sie dürfen heute die etwas längere Fassung sehen. Ein paar Minuten nur genießen Sie quasi diese längeren Einstellungen und nicht die kurzen Schnitte. Und wir haben eine neue Form von Außerirdischen. Außerirdische waren in der Vergangenheit immer irgendwelche komischen Dinger. Hier habe ich mal einen tollen Außerirdischen mitgebracht, den ich gerne mochte. Metaluna 4 antwortet nicht. So sahen Außerirdische im Kino der damaligen Zeit aus. Das war natürlich die alte Zeit, die Zeit der B-Movies, der C-Movies. Ja, erst Kubrick hat ja auch Außerirdische gezeigt, aber nur in Lichtform. Aber wenn man Außerirdische körperlich dargestellt hat, war es in der Regel, jetzt ist das Bild ausgefallen. Schauen wir mal, ob wir ihn wieder herkriegen. Hoffe doch. Und da ist er. Waren Außerirdische eher etwas komisch. Und dann kam eben eine neue Art von Außerirdische. Diese Eier, die in dem fremden Raumschiff, woher dieses Raumschiff auch immer kommt, abgelegt wurden. Und weil der Mensch ja neugierig ist und weil wir ja alle Kinobesucher wissen, guckt da nicht rein, was macht er? Der guckt natürlich rein und wups, passiert das, was natürlich da ist. Im Grunde ist Alien, wenn wir ehrlich sind, eine ganz einfache Story. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Idee ist simpel, aber die simple Idee sind oftmals die besten. Die Mannschaft wird mehr und mehr dezimiert und das Alien, ja, holt sich den einen oder anderen, die natürlich in dunkle Räume alleine reingehen. Alte Horrorfilmfans wissen, nein, man geht nicht alleine in einen dunklen Raum. Naja. Und es sind Szenen entstanden, die Geschichte gemacht haben. Hier habe ich eine Schockszene aus den 60er Jahren, die jeder, der fantastische Filme gesehen hat, kennt, nämlich den Duschmord vom Psycho. Meine Mutter, Norman, und so wissen weiter. Meine Eltern haben mir erzählt, das war der Grund, weshalb meine Eltern Schwierigkeiten mit der Dusche hatten später. Genauso ein Kollege sitzt hier drin mit einem T-Shirt vom Weißen Hai. Meine Eltern hatten dann nicht mehr das Mittelmeer als Ziel im Urlaub, was ist jetzt los, sondern das Ziel war dann der Gardasee, weil es ganz klar im Gardasee keine weißen Haie gibt. Und ähnlich war es mit Alien. Das Alien hat eine ganz entscheidende Szene, die Geschichte gemacht hat, die Chestbuster-Szene. Das gemeinsame Abendessen, ausgelassene Runde, schönes Geschwätz
Und dann kommt der Schock, der so tief gesessen hat, wie eben der Schock in Psycho mit der Dusche. Interessant ist eben die Reaktion, und achten Sie mal auf die Reaktion der Darsteller. Ridley Scott hat diese Szene mit 4 Kameras gleichzeitig gedreht. Er hat den Darstellern natürlich gesagt, was passiert, aber er hat keine Details verraten. Und er hat nicht genau gesagt, also jetzt passiert, sondern es passiert halt was und so weiter. Und die Herrschaften waren doch sehr überrascht, wie gut die Spezialeffekte funktioniert haben. Achten Sie da mal auf die Gesichter der einzelnen Leute, wenn diese Abendessenszene kommt. Und dann achten Sie auch mal bitte auf die Musik, auf den Score des Films. Jerry Goldsmith hat die Musik geschrieben und am Anfang hören wir keine Musik. Das Fehlen von Musik am Anfang ist ungewöhnlich. Erinnern wir uns an das glorreiche Thema von Krieg der Sterne von John Williams, da ist richtig heldenhafte Musik. Das fehlt bei Alien. Die Musik ist sehr, sehr zurückhaltend, sehr leise. Und wir haben ein Herzklopfen, ein sehr dumpfes Herzklopfen. Das ist im Grunde genommen aus dem Film Exorzist, wo wir auch ein Herzklopfen hören, was der Zuschauer aber gar nicht hört, weil die Tonspur ja einen Ton erzeugt oder einen Ton beinhaltet, der Demut erzeugt bei Exorzist. Ein Klang auf der Orgel der katholischen Kirche, der aufs Zwerchfell Demut hat, das hat Ridley Scott verwendet und im Grunde Angst erzeugt, obwohl nichts passiert. Und dieses omnipräsente, dumpfe Herzklopfen, was sich mehr und mehr steigert, untermalt die Szenen des Anfangs und erweckt den Eindruck, das Alien ist in der nächsten Ecke, da links, rechts, oben, unten, irgendwo und auch vor allem oben. Also die Musik ganz, ganz grandios. Der Soundtrack eben, Jerry Goldsmith, ist ein hervorragendes Beispiel und ein herausragendes Beispiel für atmosphärische und unheimliche Filmmusik. Eine sehr, sehr beklemmende Stimmung, und er hat, wie Goldsmith es ja oft macht, auf klassische Instrumente, die man im Score ja sonst verwendet, eher verzichtet. Er hat eher Blasinstrumente genommen, Oboe, Bassklarinette, um quasi diese unheimlichen Melodien zu erzeugen und dieses Gefühl der Isolation und der Bedrohung zu erzeugen. Es gibt vom Soundtrack 2 Versionen. Es gibt eine Doppel-CD. Wenn Sie ein paar Euro in die Hand nehmen wollen, versuchen Sie sich diese Doppel-CD zu kaufen. Sie ist noch mal besser als die einfache CD, aber sie ist natürlich entsprechend teuer und entsprechend selten. Aber lohnt sich, wenn hier Soundtrack-Fans unter uns sind. Die Crew der Nostromo, habe ich ja schon gesagt, das sind Malocher. Das sind keine Heldenfiguren. Und das sieht das Skript auch nicht vor. Es sind Mechaniker, es sind einfache Techniker. Es ist nicht wie in Aliens 2, also die Rückkehr der nachfolgenden Filme, wo es Marines sind mit coolen Sprüchen, sondern es sind einfach desisolierte Leute, die im Grunde nach Hause wollen und die man einzig und allein damit lockt, mit Diridari, mit dem Geld. Die Prämie wird höher. Jetzt ist schon wieder dieser Ding heute, haben wir ein Problem mit dem Apple TV. Schauen wir mal. Sie sind da, sehr schön. Ich bin da, ich bin nicht da. So, gut. Ups. Ich muss kurz trotzdem die Synchronisation herkriegen, weil ich sonst was nicht sehe. Also, das geht nicht. Gut, dann machen wir so weiter. Die Zeit, die sich der Film nimmt für die Vorstellung der Crew, ist auch interessant. Normalerweise wird die Crew zack, zack, zack dezimiert und das war's. Man leidet nicht mit. Hier leidet man, weil die Figuren wunderbar charakterisiert sind. Man identifiziert sich mit dem einen oder anderen. Hier ein grandioser Darsteller, Harry Dean Stanton. Der wird einer der ersten Opfer des bösen Aliens. Und dabei wollte der Kerl doch nur die Bordkatze Jonesy suchen. Das Element der Katze kommt auch hin. Und dann haben wir im Grunde was völlig Interessantes, was im Grunde begonnen hat mit einem Film, der hieß Future World, die Fortsetzung von Westworld, dass eine weibliche Heldin auftritt. 1979 haben wir als weibliche Heldin, und das ist neu in dem Kino, die Darstellerin hier, Sigourney Weaver.
Und der ganze Film hat ja enorme Phallus-Symbole, Phallus-Motive. Und oh Wunder, sie steht darüber und besiegt sie. Und natürlich kommt die Frauenrolle nochmal mit Katze. Und ich habe hier mein... Oh, sagt doch einer was, Freunde. Also hier, wir hätten Alien noch viel kürzer drehen können. Auf der rechten Seite sehen wir es. Die Short-Version. Also die Darstellung von Sigourney Weaver ist wunderbar. Diese Ellen Ripley, wie sie heißt, eine starke weibliche Hauptfigur. Und die tritt dieser Bedrohung gegenüber. Und damit weicht sie von den Klischees der Geschlechterrollen ab, wie wir sie sonst im Horrorfilm haben, die Frau als Opfer. Die Frau als Kämpferin, später die Frau als Mutter im zweiten Teil bei der Rückkehr. Oder die Führerin in Alien 3 von David Fincher. Und ein schrecklicher Alien 4, die Wiedergeburt. Und das gesamte Design des Films beruht auf dem Alien natürlich selber. Und das hat ein Schweizer Künstler namens H.R. Giger geschaffen. Hat auch für den Oscar bekommen. Das ist in der vorderen Reihe der Mann vorne, der ein bisschen auf die Seite schielt. Und das Alien wurde geschaffen von diesem H.R. Giger, dem Schweizer. Und der hat vorher fantastische Kunst gemacht und eine Band der 70er Jahre, Emerson, Lake & Palmer, hat 1974 ein Cover bei ihm in Auftrag gegeben für ihre LP Brain Salad Surgery. Und andere wie Debbie Harry, bekannt als Blondie, hat hier auch Covers in Auftrag gegeben. Und er hat eine sehr, sehr schlimme Zeichnungen gemacht, sehr bedrohliche Zeichnungen, vor allem im Airbrush-Bereich. Und dieser Giger war ein Fan von Science Fiction, war ein Fan von Okkultismus, von Tod und von Sex und hat das in seinen Bildern im Grunde verwirklicht. Biometrische Kunst hieß es. Er hat sich viel mit Freud beschäftigt, er hat sich viel mit Träumen beschäftigt. Seine Frau oder seine Freundin Lee hat sich das Leben genommen. Also das wirkt auch nicht gerade positiv auf die Psyche eines Menschen auf. Und dieses Alien ist ein Resultat von einer Verkettung von Zufällen. Eigentlich sollte Giga das Set-Design bei einem Film machen, der hieß Dune, der Wüstenplanet, von Dorowski, der nie verwirklicht wurde. Dali sollte auch mitspielen, Pink Floyd sollte die Musik machen. Und ein Typ namens Dan O'Brien sollte an dem Drehbuch mitarbeiten. Jetzt ist der Film, weil dieser Orowski völliger Irrer war, nie zustande gekommen. Außer das Storyboard gibt es von dem Film nichts. Dan O'Brien war auf der Suche nach einem neuen Job. Er muss erleben, nach Darkstar war es ja eher eine Studentenproduktion. Jetzt scheitert dieser große Dune, dieser Wüstenplanet-Verfilmung. Und er ist dann zu Ridley Scott gekommen und hat dem dann vorgeschlagen, du, ich habe da so einen Künstler, der hat das Set-Design von Dune gemacht, der ist vielleicht was für dich. Er hat ein Buch mitgebracht namens Necronomicon, 1977 erschienen, und Ridley Scott hat dieses Buch gesehen und gesagt, das ist mein Alien. Das ist so fantastisch, so abgedreht, der muss dieses Set-Design machen. Und damit ist die Tür zu Hollywood für Giga geöffnet worden, hat dann viele, viele Filme weiterhin das Set-Design gemacht. Beispielsweise Species, der Film selber ist Quatsch, aber das Monster in Anführungszeichen ist gut. Also hier haben wir nochmal Dan O'Brien, der quasi Giga auf das Set gebracht hat und nachdem 20th Century Fox gesagt hat, oh, Star Wars war ein Erfolg, vielleicht brauchen wir mehr Science Fiction, gab es grünes Licht für ihn. Das ist das Buch Necronomicon. Und Necronomicon 4 ist das Bild hier, das hat den Regisseur Ridley Scott begeistert, gesagt, so kann mein Alien aussehen. Und Schlangenwirbel, ein alter Rolls Royce ist drauf zu erkennen. Und im Grunde ist es damit eins der berühmtesten Monster der Filmgeschichte geworden. Es gab dann von Alien Fortsetzungen, es gab Spin-offs. Ganz schrecklich für mich persönlich, Alien vs. Predator, zwei Teile. Es gab die Wiederaufnahme der Geschichte in Prometheus
Und Ridley Scott dreht weiter und wird sich nach Napoleon wohl mit einer weiteren Kapitel aus Alien beschäftigen. Ich bin gespannt, ich mag diese Filme. Wie gesagt, Alien 4 konnte ich verzichten und die Predator-Filme waren als Predator-Filme ganz nett, aber als Alien-Filme waren sie daneben. Es ist ein Produkt der Popkultur geworden. Und bei all den Sachen, die erschienen sind, T-Shirts, Bettwäsche, Figuren, bei uns zu Hause stehen viele Alien-Figuren rum. Aber eines meiner liebsten Produkte, muss ich wirklich sagen, ist ein Videospiel. Es gibt ganz viele Versoftungen des Films. Alien Isolation, tolle Sache. Aber meine Lieblingsversion ist für das Atari 2600, die Version Alien. Und wenn wir anschauen, es ist eigentlich Pac-Man, aber es hat halt mit Monster, ganz einfach. Finde ich toll, 1980 herausgekommen und ist eins meiner Lieblingscomputerspiele. Jetzt aber viel Spaß bei unserem Film und ich will Sie einladen, auch gleich mal für die nächste Matinee, nachdem heute so viele Leute da sind. Wenn Sie Lust haben, wir machen weiter, wir dürfen weitermachen. Markus Schmölz oben im Kinosaal ist schon bereit. Er hat mir das Go gegeben, dass ich Sie für die nächste Matinee einladen darf. Es ist am 1. Oktober. Ein Film, Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Interessant ist, dieser Film 1982 in die Kinos gekommen, ist gefloppt. Weil 1982 kam ein anderer Film in die Kinos, der auch ein Science-Fiction-Film war, der genau das Gegenteil hatte, nämlich E.T. der Außerirdische von Steven Spielberg. Und die Leute sind in E.T. reinmarschiert und haben geheult. Toller Film. Und ich erinnere mich, ich saß alleine in dem Kino hier in Fürstenfeldbruck, damals in Amperlichtspielen und habe mir das Ding aus einer anderen Welt angeschaut, habe mir vor Angst in die Hose gemacht, weil es war ein wahnsinniges Aufbäumen von alten Special Effects und danach gab es solche Special Effects nicht mehr. Danach waren Special Effects CGI-Effekte am Computer. Das war noch Maske. Und wenn Sie Lust haben, 1. Oktober, 10.45 Uhr, hier wieder im Scala. Die Anmeldungen sind freigeschaltet. Sie können gleich das Ticket kaufen. Würde mich freuen. Und jetzt schauen wir uns Alien an. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.